Bleiben wir oben oder war's das? Ja, ich persönlich glaube halt, dass der rechnerisch geht es immer aus, aber ich persönlich glaube halt, dass wir es nicht schaffen. Rückblickend betrachtet ist der Drops gelutscht. Das 0:0 gegen die Admira ist zu wenig, die Zeichen stehen auf Abstieg. Wenn es die zweite Liga sein sollte, nachher ist es auch zu akzeptieren. Das Wichtigste ist, dass der Verein wirtschaftlich stabil ist und das ist er. Und das ist dann auch die Basis, um in Zukunft wieder drauf aufzubauen. Ein Stoßgebet zur rechten Zeit kann wahre Wunder bewirken. Daran zu glauben, wäre jedoch etwas vermessen. Die wahren Wacker-Fans werden dem Verein auch künftig die Treue halten. Und positiv betrachtet hat ein Spielbetrieb in der zweiten Liga auch seine gewissen Vorteile. Im Prinzip ist es so, dass natürlich Fans lieber die eigene Mannschaft gewinnen sehen, als wie verlieren. Und so gesehen wäre natürlich da die zweite Liga besser, weil da werden wir wohl hoffentlich ein paar Siege einfahren. 3.300 Fans waren heute mit dabei. Was sagt man den Fans zukünftig, dass sie weiterhin ins Stadion kommen, dass sie weiterhin an euch glauben? Ja, schwierig. Also, ja, es ist keine gute Saison, was mir da die Fans sagen. Das wissen wir. Sie sind eh schon gebeutelt, sie wissen das, wie es ist die letzten Jahre. Ich kann nur appellieren, dass zu uns halten, wie es aber gewesen ist. Also Unterstützung ist eh aber da. Und wenn einer nicht kommt, kann ich auch nicht besser. Aber ja, brauchen dann mal jeden. Wir werden nicht aufgeben, wir werden weiterhin jedes Spiel 90 Minuten alles geben und das haben einfach die Fans schuldig. Es hilft nichts, wir müssen jetzt weiterkämpfen bis zum Schluss und jetzt sagt sie, wer Charakter hat. Schönen Nachmittag, Schützi. Wacker TV klopft an. Hast du einen Augenblick Zeit für uns? Du bist gebürtiger Steirer. Wie wohl fühlst du dich in Innsbruck? Wie wohl fühlst du dich beim FC Wacker Innsbruck? Also ich fühle mich sehr wohl, muss ich sagen. Also mir gefällt es irrsinnig gut da. Leute sind auch sehr nett. Also mir geht wirklich nichts ab, muss ich sagen. Natürlich fahre ich auch oft gerne in die Steiermark heim, muss ich sagen, weil ich doch da Familie und meine Freunde habe, aber mir gefällt es da irrsinnig gut. Viele Verträge vom FC Wacker Innsbruck laufen bei 30.06. heuer aus, so auch dein Vertrag, aber in deinem Vertrag steckt eine Option drinnen. Was spricht für dich, dass der FC Wacker diese Option ziehen wird und du noch ein weiteres Jahr hier in Innsbruck bleiben wirst? Ja, ich hoffe schon, dass der Verein also meine Qualitäten erkennt und so. Und natürlich weiß ich selber, dass meine Leistungen zu viele Auf und Abs haben. Aber ich denke, dass ich das sicher verbessern kann und ich denke, dass der Verein hoffentlich die Option ziehen wird. Also was sich dann ergibt, wird sich dann später zeigen. Was macht ein Daniel Schütz, wenn er nicht gerade Fußball spielt? Ja, mit der Freundin Zeit verbringen oder mit den Freunden halt so ein bisschen FIFA spielen oder ja, was man halt so macht. Dieser Trainer hat mich bislang am meisten geprägt. Adi Hütter. Mein internationaler Lieblingsverein ist? FC Chelsea. Fußball-Weltmeister 2014 wird? Holland. Am besten in Innsbruck gefällt mir? Die Nordkette. Der FC Wacker bleibt oben, weil? Weil wir jetzt einen Lauf starten und fleißig punkten werden. 9 Punkte sind sehr schwierig in, ich glaube, 7 oder 8 Partien, was wir noch haben, aufzuholen. Aber wenn es einmal vielleicht der Funke gerade in Salzburg aufgeht, dann ist alles möglich. Ich bin ganz ehrlich, hoffen tue ich es noch allem, aber glauben tue ich leider nicht mehr dran. Ich weiß, es ist eine schwierige Situation, jetzt müssen wir zusammenhalten und ich hoffe, dass wir eigentlich bald schönere Spiele und wieder positive Wochen bereiten können. Hallo liebe Fans vom FC Wacker Innsbruck. Ich weiß, dass die Situation zurzeit nicht sehr rosig ausschaut, aber ich muss echt sagen, dass trotz der Situation, dass es uns echt super unterstützt und auch extrem fair seid uns gegenüber und ich hoffe, dass es auch weiterhin so bleibt und dass es weiterhin auch noch ins Stadion kommt und uns unterstützt. Danke.